In diesem Hotel kam es laut dem Recherchenetzwerk Korrektiv zum Treffen zwischen ranghohen AfD-Politikern und bekannten Nazis. Ihr Thema: Remigration. Was die damit meinen, ist, dass sie im Grunde genommen dafür Bedingungen schaffen wollen, dass Millionen von Menschen Deutschland verlassen sollen. Leute, alle die, die, wie sie es nennen, nicht assimiliert sind, also nicht angepasst genug sind und die eine Migrationsgeschichte haben. Und das könne auch Menschen mit deutschem Pass treffen. Vorgestellt haben soll den Plan Martin Sellner, langjähriger Kopf der rechtsextremen identitären Bewegung. Von der AfD war etwa Roland Hartwig vor Ort. Der persönliche Referent von AfD-Chefin Alice Weidel soll Unterstützung der Parteispitze in Aussicht gestellt haben. Ein Sprecher der Partei dementierte dies. Zudem hieß es, Hartwig habe zuvor nichts vom Erscheinen Sellners gewusst. Dabei ist das Konzept der Remigration auch innerhalb der AfD nicht neu. Was neu ist, dass sich offensichtlich führende Köpfe der AfD mit Rechtsextremen eingelassen haben, um über das Thema Remigration in aller Offenheit zu sprechen und darüber zu sinnieren, wie man dieses Projekt umsetzen kann, das mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser betont, wir sehen auch jetzt wieder, dass es notwendig und richtig ist, dass der Verfassungsschutz sehr genau beobachtet, welche Kontakte es im rechtsextremistischen Spektrum gibt, wie sich Verfassungsfeinde mit AfD-Vertretern vernetzen und welche menschenverachtenden Ideologien dort propagiert werden. Die Debatte um ein mögliches Verbotsverfahren der AfD könnte somit befeuert werden.